Folgendes ist aufgekommen. 3 Jahre nach Verschärfung. Ampel senkt Kinder-P-Strafen. Ja, ein Thema, was in letzter Zeit irgendwie immer mehr aufkommt. Und ich kriege irgendwie das Kotzen. Irgendwie ist das so ein Thema, wovon man nichts mitkriegen möchte, von dem man eigentlich hofft, dass das nicht passiert. Dass das einfach nur wirklich ein Mini-Thema ist von irgendwelchen geisteskranken Menschen. Aber irgendwie ist es ist so allgegenwärtig geworden. Das geht mir ja komplett auf den Strich. Aber ja, jetzt denkt sich die Ampel, da können wir ja auch mal ein bisschen entgegenkommen. Ne? Jetzt kommt die Reform der Reform. 2021 hatte die damalige Justizministerin Christine Lambrecht, also wirklich eine sehr gute Frau, ne? Paragraph 184b des Strafgesetzbuch verschärft. Verbreitung, Erwerb und Besitz von kinderpornografischen Inhalten wurden vom Vergehen zum Verbrechen. Bedeutet, mindestens 1 Jahr Gefängnis droht bis jetzt. Es war, glaube ich, das einzig Gute, was ich auch in den letzten Jahren von einer SPD-Dame gehört habe. Also muss ich sagen, an der Stelle, Lambrecht hat da wenigstens mal was Vernünftiges durchgesetzt. Denn Lambrecht-Nachfolger Marco Buschmann will den Paragraphen wieder aufs Vergehen stutzen, liebe Freunde. Dass man da überhaupt drüber nachdenkt. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll vom Kabinett beschlossen werden. Die Mindeststrafe liegt dann wieder deutlich unter 1 Jahr Gefängnis. Die Höchststrafe von bis zu 10 Jahren bleibt. Damit reagiert der FDP-Mann auf Forderungen aus der Praxis. Ja, also es gibt auch ein ganz großes Argument, warum das so umgesetzt wird, aber da reden wir gleich drüber. Anwälte, Staatsanwälte und Richter beklagen, die Verschärfung sei realitätsfern. Denn die Justiz beklagt, vermehrt gegen Eltern oder Lehrer ermitteln zu müssen, die entsprechendes Material auf den Handys der Kinder finden und an die Polizei weiterleiten. Aber wie wäre es denn damit, wenn man einfach an der Stellschraube was dreht? Wie wäre das dann einfach mal, wenn man wirklich die Strafen für solche ekelhaften Menschen so hoch wie möglich ansetzt und dann einfach mal ein bisschen nachdenkt und dann einfach mal logischerweise diese Eltern gar nicht erst anklagt, wenn sie das Ganze bei der Polizei melden? Wie wäre es denn damit? Warum muss man dann andersrum die Leute, die damit wirklich zu tun haben, ja, damit entgegenkommen? Das kapiere ich nicht. Warum kann man nicht einfach den klugen Weg gehen? Aber nun gut, ne, vielleicht sehe ich das doch einfach wieder zu verschwurbelt. Ne? Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Richterbundes, Sven Rehbeen, begrüßt die Reform, sagt Bild. Die Justiz müsse aktuell eine Vielzahl von Fällen verfolgen, die eigentlich nicht vor die Strafgerichte gehören. Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Warum sollte man überhaupt jemanden anklagen, einen Lehrer, der meldet, hier, ich habe in meiner Klasse einen Schüler, der hat ein ekelhaftes Video auf seinem Handy. Warum muss man denn überhaupt diesen Lehrer anklagen, anzeigen oder wie auch immer? Wenn er das selber auf seinem Handy hat, dann hundertprozentig stehe ich dazu, ja? Denn ich bin ehrlich, wenn mir auch nur irgendein Freund oder was auch immer so eine Scheiße zuschicken würde, ich würde komplett ausrasten. Ich würde so eine Scheiße nicht auf meinem Handy haben wollen und dieser Freund wäre sicherlich nicht mehr lange mein Freund. Nur jemand, der das Ganze entdeckt auf einem fremden Handy, und das anzeigt, warum sollte er eine Anzeige bekommen? Ja, dann habe ich hier natürlich noch etwas aus der Seite. Rainer Becker, Ehrenvorsitzender der Deutschen Kinderhilfe, kritisiert Buschmann scharf. An der Entschärfung gibt es Kritik. Rainer Becker, Ehrenvorsitzender der Deutschen Kinderhilfe, sagt, was der Bundesjustizminister vorhat, ist ein echter Hammer. Seine Sicht ist extrem täterfreundlich. Das erfüllt mich mit großer Sorge. Ja, sehe ich genauso, dann lieber mal den Tätern entgegenkommen. Es ist ein Muss, dass irgendein Lehrer, dass irgendein Elternteil oder was auch immer sowas natürlich zur Anzeige bringt. Hundertprozentig, auf jeden Fall. Aber der Lehrer und das Elternteil, die dürfen deswegen auf jeden Fall nicht belangt werden. Und selbst wenn sie da ein bisschen Stress dann mit haben werden, Hauptsache, die eigentlichen Täter werden hart bestraft. Wie gesagt, das ist eine Sache, da kann man diskutieren, ja, kann man sagen, aber die armen Eltern und die armen Lehrer, bei mir geht es hauptsächlich darum, dass diese ekelhaften Täter einfach so hart wie möglich bestraft werden. Und ja, wenn dann gesagt wird, ja, aber die können ja keine Gesetze anpassen, ja, aber dann, warum kann man da keine Gesetze anpassen?
Warum kann man bei solchen kranken Dingen, ich glaube, jeder einzelne Mensch, der nicht komplett geisteskrank ist und wirklich zu dumm zum Atmen ist, jeder ist sich doch einig, dass Leute, die solche Inhalte haben, gut finden, teilen, dass sie bestraft gehören. Und hart bestraft gehören. Gut, natürlich muss man da unterscheiden, irgendjemand, der ein bisschen dumm ist und sowas weiterleitet oder jemand, der sowas aufnimmt und extra verbreitet und so weiter. Natürlich. Da gibt es dann leider natürlich auch Abstufungen. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, also deswegen, ich verstehe es halt nicht, warum dann da geschrieben wird in den Chat, weil einer geschrieben hat, die können nicht einfach ein Gesetz ändern. Siehst du doch, die haben doch jetzt auch Dinge geändert. Warum sollte man in dem Gesetz dann nicht etwas anpassen können, indem das ja, die Regierung und die tollen Politiker sind doch dafür da, um auch Dinge zu entscheiden und auch über Dinge abzustimmen. Und warum kann man nicht über sowas abstimmen? Das verstehe ich nicht. Naja, bei manchen Dingen gibt es halt einfach keine zweite Meinung, meiner Meinung nach, und keine andere Meinung, meiner Meinung nach. Wenn wir über Kinderpornografie sprechen, gibt es keine zweite Meinung. Da braucht man halt nicht diskutieren.